Hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Kreativ. Heute in einer weiteren 15 Minuten langen Folge. Und ja, da sind gerade die Creeper am Spawn. Ich werde mal eben kurz die Monster ausschalten und Time Day. Und dann werde ich euch gleich was zeigen, was ich gebaut habe. Und zwar nach einer bestimmten Anleitung aus einem anderen YouTube-Video habe ich hier einmal Steve nachgebaut, also den Hauptcharakter des Spiels, den ihr auch sehr gut hier sehen könnt. Ich hoffe, dass ihr ihn gerade seht. Halt mit grünen Augen statt blauen, weil ich blaue Augen nicht so mag. Und einen Creeper, wo leider etwas, naja, die falsche Richtung war, deswegen musste ich das Ganze so bauen. Aber, naja, also ich finde, das ist echt realistisch geworden. Und, yo, dann geht's gleich weiter beim Bau von meinem Haus, slash clear. Natürlich wieder alles raushauen. Und dann zurück zum Haus. Ah, Clara, sie wird übrigens auch beim nächsten Part wahrscheinlich dabei sein. Ich werde mal gucken, dass ich das hinkriege. Das wird dann wieder richtig gut. Mal gucken. Ja, zweites Stockwerk, genau. Tür erstmal. So, ab nach oben. Weiter bauen. Und dabei möchte ich euch gleich was erzählen. Und zwar bin ich ja heute von der Schule kurz nach Hause gekommen, weil Mittagspause war. Und ja, dann ist halt Dingens. Dann habe ich halt erstmal so, als meine Eltern da beide waren, habe ich so gesagt, ah nee, wie so ein türkischer Junge. Ja. Und dann hat mein Vater halt so gesagt, das heißt hier nicht Anne, das heißt hier Mama. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, Mama, gijigene var egede. Und dann habe ich halt so ein bisschen auf imitierten Türkisch nach weiter erzählt. Ja, und dann hat er sich voll aufgeregt, aber das war ganz witzig und hat sich echt mal gelohnt. Also für Lacher war es gut, habe ich dem Pasqualo auch noch erzählt. Ja, den Pascal, der fand das ganz witzig. Oh, was soll man hier großartig noch zu sagen? Und es ist immer wieder witzig, hier gerade bei Minecraft immer wieder irgendwelche hirnlosen Wiederholungsarbeiten zu machen. Aber was soll's? Wir müssen noch einen Dachboden oben drauf setzen. Was könnte denn hier oben so hin? Ich habe so viele Ideen. So. Das wird jetzt erstmal schön aufgeteilt in mehrere Räume. Ein Schlafzimmer ist hier noch gar nicht. Das werden wir dann jetzt machen. Hier ein bisschen noch auskleiden, also so, das wäre etwas scheiße. Okay. Ja, was soll ich denn dann jetzt noch sagen? Also, ja, wir sind gerade hier voll am Bauen, Bruder. Und es ist immer witziger jedes Mal. Naja. Das hier wird ein extrem hohes Haus. Ich hoffe jedenfalls, dass es so geht. Okay. Okay.
Okay, Kinder? Drogen sind schlecht, okay? Okay, was soll ich Ihnen noch sagen? Auf jeden Fall wird das Haus verdammt hoch werden. Es wird ein Hochhaus, hoffe ich mal. Und ja, ich werde mal gucken, wo ich noch weiterbauen kann. Hier in der Wüstenregion halt so. Das wäre eigentlich alles Wüste auf den Inseln hier. Ich habe das ja alles erst so ein bisschen... die ganze Sache hier halt, alles war Wüste fast. Habt ihr ja am Anfang bestimmt gesehen. Das ist alles mittlerweile ein bisschen... Naja, ich habe das hier wieder zur Wüste gemacht. Das war eigentlich Gravel alles. Aber für die Pyramide wollte ich dann wieder Sand haben. So. Ich würde sagen, die Schichten, das mache ich außerhalb des Parts, weil das dauert sonst zu lange. Ja. So, zwei Betten, würde ich mal sagen. Zwei Betten, gut. Da muss ich hier auch nicht die ganze Zeit alleine pennen. Gemälde. Also die Karina wird nicht mehr dabei sein, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal. Aber ich weiß gar nicht, was ich hier. Das ist aber auch scheiße mit dem Format. Richtig. So, Kanker Breeze, ja, genau. So, einmal das Kettenzecker-Logo. Steve Jobs kann man eigentlich hier nicht so gut hin. Haki. Ja, das ist gut so. Nee. Okay, dann wird das wohl nichts mehr. So. Machen, aber ich habe mich jetzt dazu umentschieden, das hier noch kurz im Part zu machen. So, da bin ich mal da. Und wie gesagt, nochmal für die Leute, die es nicht gehört haben, eventuell das mit den Statuen, ich werde die Links in der Videobeschreibung posten, wie ihr die Dinger baut. Sehr gut fürs Server auf jeden Fall. Könnt ihr die Leute mit begeistern, würde ich mal sagen. Also mit dem Creeper jedenfalls. Der Steve ist ja jetzt nicht so der Burner geworden bei mir. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas falsch gebaut oder so. Ja, der Creeper, der sieht verdammt echt aus, finde ich. So. Ich hatte eigentlich an so eine Art Pool gedacht im Gebäude, das wäre ganz geil. Okay, mache ich das auch. Soll ich denn das hin tun? Das Ding? Na, optimal. Irgendwie so. Leider gibt es ja noch keine Blasen im Wasser. Das wäre noch schöner. Dann könnte man so richtig geilen Whirlpool machen. Aber wir müssen wohl ohne auskommen. So. Treppe, und zwar Sandsteintreppe, würde ich sagen. Hier ist Sandsteintreppe gut. Wasser braucht ja keine Sonne. Moment mal. So. Ja. Ja. Was ich hier noch mache. Bücherei hatten wir schon. Schlafzimmer. Esszimmer, Küche. Ein Dachboden oben fehlt noch. Aber wie soll ich das hier noch bauen? Mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Was mit dem Wohnzimmer? Wie geht es damit? Fernsehen.
Man will ja keinen Augenkrebs davon kriegen, also muss man hier ein bisschen von entfernt. 16 zu 9 Full HD, 1080p. Optimal. Gut. Genau so soll das sein. Optimal. Das wird halt hier nur noch ein bisschen. Ja. Ein paar Blumen dann noch nett. Blumentopf. Ich würde mal sagen, fahren sieht sehr gut aus. Bam, 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 bam. Yeah. Ja, das ist auch eine ganz monotone Arbeit hier, die ich gerade in diesem Part durchziehe, deswegen ist es auch ein bisschen schwer zu kommentieren. Aber Optima. Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich bin hier gerade echt am Verzweifeln, was ich noch sagen soll, weil bei Let's Plays fällt einem auch nicht ewig was ein. Wenn noch Bauideen für hier diesen Teil halt noch der über ist, habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann mal gucken, was ich dann noch draus mache. Und ja, ich werde auf jeden Fall eure Wünsche etwas berücksichtigen, wenn ihr gute Ideen habt. Ihr könnt ihr übrigens immer unter die Videos schreiben, auch also einfach als Kommentar. Schreibt dann irgendwelche Wünsche für die Welt, was ich hier noch baue, was ich noch nicht gebaut habe. Ja. Dann werde ich halt mal gucken, was sich da machen lässt. Und ich werde auch noch versuchen, ein paar neue Statuen zu bauen. Werde ich dann auch immer die Videobeschreibung, in der Videobeschreibung werde ich dann auch immer hier posten halt. Die ganzen Links, wie ihr das baut und so. Ja. Wäre ich fast fertig. Gut. Ja, das ist es. Das letzte Ding. Muss hier noch was beleuchtet werden. Bam, bam, bam. So, optimal. Etwas dunkel, aber eigentlich ganz nett. Ja, ich würde sagen, das mit dem Dachboden wird doch nichts. Es ist einfach, mir fehlen die Ideen einfach dafür. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen in den Sumpf. Na. Wir gehen nur kurz ein bisschen in den Sumpf. Gucken für die eine Minute noch, was wir da noch machen können. Ein, zwei Fackeln können wir nur setzen. Ich wollte euch ja auch noch was zeigen, fällt mir gerade ein. Ja, hier werden halt so 20x20 Grundstücke kommen, also nicht ganz 20x20, auf jeden Fall sind sie 20 Blöcke breit. Und ja, wie es damit weitergeht und wo ihr bauen könnt und meine Kollegen halt, das werde ich im nächsten Part einfach sagen.
Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.